Dann noch wahrscheinlich von, ja, wie heißt die, das gemacht hat? Sabaku? Wieder so ein. So furchtbar. Ich glaube, ich lasse dich mit dem Spiel mal alleine. Dann kannst du es ja bewerten. Ja, ein lästiges 2K-Spiel mit dem allerschlechtesten aller Maker gemacht, mit den allermiesesten, nee, aller selbst. Der 95 ist schlimmer. Ja, gut, dann eben mit dem zweitschlimmsten. Wobei der 95 hat trotzdem bessere Auflösung als der 2. Also mit dem schlechtesten aller Maker, der ja nichts kann. Mit selbstgemachten Grafiken und so. Und einem selbstgemachten, ja, von Sven geskripteten Menü, das ich nicht verstanden habe am Anfang. Das ist ganz einfach. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Ja, fang ruhig an. Fang ruhig an. Es gibt nichts Episches zu verpassen. Außer die Warnung am Anfang. Also ich habe gehört, dass ich keine Gastrolle habe. Also gibt es echt nichts, was man verpassen könnte. Aber Oli hat eine Gastrolle. Ja, alle haben eine Gastrolle, nur ich nicht. Und Chibi hat eine Gastrolle. Oh, du hast alles davon selber gemacht, ne? Ja. Die Charaktere sehen cool aus. Sieht so geil aus. Nur die Textbox ist ein bisschen zu rosa. Oli, du hast falsch gelesen. Du hast das Hom davor verpasst. Chicken King, oh ja. Ich will auch einen Chicken King. Chicken King. Alter, jetzt hab ich ernsthaft Hunger. Das ist schlecht. Dann hat's funktioniert. Du hast doch ständig Hunger. Ich finde es interessant, wie du das Glas geschadet hast. Das ist voll cool. Ja, halt erst nur weiche Übergänge und dann halt einfach weiß drüber gepixelt. Too much work. Sollte sich ein Vorbild dran nehmen. Ja, das stimmt. Wer soll einfach mal so Spielgrafik und zack. Was? Die Edge schafft das trotzdem nicht. Achso, ja, die Edge ist ja die Edge. Und die Edge arbeitet ja mit dem EPG Maker XP und mit dem kann man das ja nicht. Nee, mit sind dem. Sind viel zu wenig Farben. Ja. Man muss alle Farben nutzen, die man überall Farbverläufe reinknallt. Ja, in diesem Bild sind wahrscheinlich. Ja. Why? Ich glaube, er benutzt doch auch ständig immer nur so furchtbar gepillow-shadete Sachen. Ja. Was ist denn lila? Aber das hier ist kein Pillow-Shading. Ja, ja. Nein, aber weißt du, er verwendet doch selber wenige Farben. Also ist das wenige Farben ja kein Argument. Oli, das ist ein Rolli, kein Vollbart. Aber Bärte gibt's auch. Bärte gibt's auch in dem Spiel. Ist gut. Bärte sind gut. Ein Vollbarten-Pullover. Wieso darf man eigentlich in der Garage nicht parken? Weil, keine Ahnung. Weil sich das ist Schild eine Metapher für die... Das Schild hat sich gut gemacht. Oder das ist die Feuerwehr, deshalb ist auch das Tor so groß. Und du darfst einfach nicht vor dem Tor parken, weil sonst kommt die Feuerwehr nicht mehr raus. Ja, wahrscheinlich. Das Tolle ist, wir werden es nie erfahren. Das ist auch ein Zeichen von einem guten Spiel. Das hat viel Interpretationsfreiraum. Ja, vor allem, wenn es halb fertig ist. Eben, es regt zum Nachdenken an. Am besten gebe ich das einfach der Community frei und die sollen es zu Ende machen. Das ist cool. Ich mache ein Spiel daraus, über Ausfahrten zu parken und wie unverantwortlich das ist und wann das macht, dann kommt die Feuerwehr nicht durch und Jason stirbt. Und dann sagt er, dann muss man X drücken, dann sagt Timmy nämlich Jason! Also, Jason! Thema für den nächsten Stream, falsch parken. Das Thema für den nächsten Stream ist Jason! Aber Oli, er hat kurze Ärmel. Das ist quasi gar kein Rolli. Was ist das bitte für ein Kleidungsstück mit so einem Halsding und kurzen Ärmeln? Also das will ich sehen, Sabi. Echte Hipster haben sowas, ja. Bullshit! Hipster, obwohl ich, Hipster, obwohl ich bin, meine Feuerwehr ein paar zurück. Ich möchte nur erwähnen, wie wunderbar dieser Raum ausgestattet ist. Mit dem Fuchs, an den niemand rankommt, auch mit einer Trittleiter. Ey, den Fuchs gibt's wirklich, ja? Ja!
Das ist einer von diesen fetten Plüschis, ne? Oh ja, Gott, ein Cave Story Poster. Oh Gott, das ist ein Cave Story Poster. Oh Gott, ist das ein Corruption of, ach, ein Corruption of Champions, wollte ich sagen. Ein Ram of the Mad God Poster. Oh Gott. Das ist ein Ram of the Mad God Poster. Das ist ein voll großartig. Ein Corruption of Champions Poster, da haben sie sich doch gegen entschieden. Auch wenn es eigentlich gut zum Thema gepasst hätte. Warum sitzt Kenji gegenüber von ihm? Ich dachte, das wäre Harry Potter. Nein, das ist Kenji, Mann. Wer ist Kenji? Das ist der paranoide Frauenhasser aus Katawashojo. Muss man das kennen? Ja, sollte man. Das ist nämlich voll gut. Also wait, das ist aber nicht die Dating-Sim von 4chan, oder? Doch, nee. Genau, das ist... Okay, um die habe ich einen weiten Bogen gemacht. Die ist aber gut. Die ist wirklich gut. Die ist kein Fetisch-Fuel, auch wenn es sich so anhört. Die ist echt gut. Also Timmy war, ich mag sowas eigentlich nicht, aber das fand ich klasse. Weil Jimmy ist ein Nerd. Timmy siehst du doch an der Brille. Jimmy hat keine Sexualität. Sexualität ist Harry Potter. Aber dieses Cave-Story-Poster, das ist wunderschön. Ja, willst du es haben? Ich gebe dir die 50 Pixel. Hast du die Wolken selber gepixelt oder ist das? Ja, das ist alles selber gepixelt. Die Figur habe ich einfach gesucht und danach gepixelt und den Rest auch. Okay, rein. Cool. Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Man kann fast nichts anklicken, also da gar nichts, nur den Typen, höchstens. Klick ihn an. Musst dich nicht mal auf ihn draufstellen. Kannst dich auch einfach nur vor ihn stellen und ihn anklicken. Wo soll ich hin? Die Tür. Oh Gott, also wie gut ist das bitte? Geh sofort zur Eulen. Zur Eule? Zu Ollen Eule. Die da unten, die zwei grünen Quadrate da. Nein, Mandra's ey, Dala. Mandra's Flat? Ja, Flat bedeutet so viel wie Wohnung. Okay, das ist perspektivisch nicht ganz einwandfrei. Ja, aber kann ich nicht. Ja, wobei es geht, wenn es so runter geht, ist es eigentlich sogar besser als die eigentlichen Treppen, die man so macht. Hi, Oli. Hey, wenn's leer ist, kann ich's einfach klauen, die Wohnung. Ja, zieh ein. Nimm sie mit, lauf weg. Die Wohnung, einfach so in die Tasche stecken, die Wohnung, ne? Wieso singt Chibi? Jetzt habe ich Angst vor Chibi. Weil Chibi singt, weißt du doch. Nein. Wenn Chibi singt, sollte man keine Angst vor ihr haben. Sie singt oh doch. Nein. Ja nicht, weil sie immer viel zu leise singt. Ja, Chibi, sing mal lauter. Mehr Energie. Man hört von drin ein rhythmisches Fap, 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 Fap. Ah! Oh, Twilight Sparkle. Und das Lied eines Pferdes. Ja, genau. Spider-Man, yeah! Zu dem müssen wir aber Schild nicht lesen. Nee, da steht drauf, nicht in dieser Demo. Wenn du es lesen könntest. Aber das kannst du nicht. Natürlich gehe ich rein. Ich breche in jede Wohnung ein. Blödes Spiel, sowas fragt man nicht. Geht einfach so in die Wohnung rein und boom. Wie gut. Alter, was ist das für eine Gottschlampe? Jedes Spiel braucht sowas. Die hat ein umgedrehtes Kreuz auf ihren Top. Das ist schon ziemlich... You Intruder. Das nennt man Brustbetonen, Sven. Umgedrehte Reifen. Kreuze. Ja. Ja, danke, Oli. Es hat auch viel Zeit und viele Pixel gekostet. Ich habe gerade erst verstanden, viel Zeit und viel Pisse gekostet. Ja, das auch. Das wäre, wenn René ein Spiel macht. Dann kostet das viel Zeit und viel Pisse. Und wenn fertig ist für den Tag, ich habe keine Pipi mehr.
Oh, wenn er dann lachen muss, ist vorbei. Ja, warum ist René eigentlich da? Nicht mal René. Was ist Sackmann? Boah, Timmy ist schon ein ziemlicher Versager, oder? Ja. Welche traurigen Emo in Augen. Meine Güte. Das lädt mich so viel. Pippi Langstrumpf, Pisse Langstrumpf. Also wenn ich drüber nachdenke, könnte Pisse tatsächlich ein skandinavischer Spitzname sein. Was? Vielleicht sogar ein Name? Ich weiß nicht. Ich weiß, dass Lasse ein Name ist. Und vielleicht auch ein Spitzname. Keine Ahnung. Ich weiß gar nichts. Pisse Lasse. Ja, Lasse Pisse. Lasse Pisse. Piet, was? Ach, ja. Piet Lasse? Nein. Nein. Piet Lasse. Ja. Lasse Piet. Ach ja, der Goth in der Jahrgangsstufe. Perfekt, wenn du mal den Gender Change für unterwegs haben willst. Ja, ihn fragt ja niemand. Also, ne? Mag ja keiner. Ja. An wen erinnert man sich? Vielleicht können die auch Krebs heilen oder so, wenn nur jemand mal mit ihnen sprechen würde. Ja. Könntest die Welt erobern, aber nö. Ja, nee, das ist natürlich schon sehr auf, ne? Hier. So typisiert. Das ist einfach so. Auf ne typisiert. Okay. Alles klar. Bitte? Wenn der Rolli voll hat. Also plötzlich kommt mir ihre Magie sehr mundan vor. Ich weiß nicht warum. Oh, ernsthaft. So fast, als ob ich es auch könnte. Nimm Orangen. Also, Thala, was hast du damals nochmal genommen? Der Profi spielt's ja gerade. Waren das nicht sogar Orangen? Oder waren das Pampelmusen? Dann hast du vielleicht Glück, ja. Das waren Taschentücher. Nee, du hattest Früchte. Du hattest auf jeden Fall auch Früchte. Nee. Das weiß ich noch. Doch. Blödsinn. Oh ja. Ich weiß das ganz genau, weil der Anblick hat mich dauerhaft traumatisiert, ja. Also Thala, geh Obstladen. Geh Markt. Obstladen. Ab in den Obstladen. Geh zu Bob. Bob, der Obstmeister. Hat nämlich ein Bart. Können wir das stopfen? Jo, wir stopfen das. Nein. Ah, mein Gott. Thala, nimm doch die Orangen. Meine Güte. Thala, was hast du getan? Ich wollte alles kaufen. Nein, dafür reicht dein Taschengeld nicht. Scheiße. Du hast versagt. Kann ich das zurückgeben? Du hast versagt. Alter Mann, nimm's zurück. Thala, du hast vollkommen versagt. Du kriegst niemals das Geld. Einige Leute stehen dir auf flach, aber dafür spitz. Ja, jetzt zu spät. Jetzt bist du flachbrüstig. Juhu, als wenn ich das nicht schon immer war. Vielleicht steht ihr auf Top Boys. Ich muss auch sagen, Bob sieht schon ziemlich cool aus. Ja. Also der ist im richtigen Schnurrbart. Wenn er so einen Rollkragenpullover tragen würde. Was machst du mit den Augen? Ich hab keine Ahnung. Ich bin zwar verwirrend, dass man das nur nach links machen kann. Ja, weil das eine natürlich die Oben-Grafik und das eine die Unten-Grafik ist. Und da muss ich mich für eine Richtung entscheiden. Oh Mann. Okay, wohin jetzt? Hier Klamotten kaufen. Wo gibt's Klamotten? In der Schule? Nein, Manuel, ihr schenkt die doch den. Ja, Geld ist noch nicht implementiert.
Thaler, meine Güte, jetzt kauf schon Frauenklamotten oder bist du schwul? Ich wette, du küsst auch Mädchen. Sauerei, nicht wahr? Also, ja, natürlich. Bevor du jetzt irgendwas nimmst, ne? Oh Gott, ein Panda-Hut. Ja, ein Panda-Hut. Voll gut. Aber wie kommt man da ran ohne Trittleiter? Gar nicht. Du springst auf den Tresen. Die hat eine Angel. Also, was passt zu unseren Kirschen? Also, da würde ich sagen, betone, was du nur kannst. Nimm das ganze Knappe. Oder verstecke alles. Das Oberteil mit dem langen... Nimm den kurzen Rock, Mann. Nimm den kurzen Rock, ganz klar. Also, ich bin ja mehr für bauchfrei. Dann nimm das lange. Nimm das lange, fließende. Fließende. Stream, sag mal Bescheid. Also, du meinst das ganz links. Ja, das ganz, eigentlich ganz links. Das lange Kleidungsstück. Was davon ist bitte schon lang? Ich könnte auch die Frau mitnehmen, einfach. Sie hat langes Haar. Nimm ihre Haare mit. Manuel ist meiner Meinung. Nehmt die Mitte. Die ist rot. Die passt auch zu den Kirchen, von der Farbe her. Kirchen? Kirchen. Also entscheidet euch jetzt mal. Also ich würde Mitte. Sabi? Hilf Manuel mir. War auch meiner Meinung. Manuel war auch meiner Meinung. Wir sind 2-1. Mitte. Gut, ich ziehe meine Stimme zurück. Yay, 2-0. Mitte. Überragender Sieg. Ja. Schon sommerlich. Ich will das jetzt anziehen. Geh weg, Schlampe. Ja, das kannst du auch noch nicht machen. Wir klauen das einfach. Theoretisch ist okay. die Demo jetzt vorbei. Du kannst höchstens noch zu ihm nach Hause gehen. Alle anderen Orte gibt's noch nicht. Leider. Aber vielleicht in Zukunft. Aber die Grafik ist wirklich, wirklich schön. Ups, was tust du da? Und direkt ein Bug gefunden. Er hüpft auf und ab. Ich hopse wie ein König. Also wenn er von alleine wieder runterkommen würde, wäre das tatsächlich ziemlich episch. Baue es ein. Ja, natürlich. Kannst doch die Treppe hochgehen, wenn du willst. Musst ihn nur anklicken. Und dann landest du im Zimmer seiner Schwester, wo man theoretisch noch Make-up finden könnte, wenn ich es implementiert hätte. Lady Haha. Lady... Was? Haha. Lady Waha. Wawa. Oder Wawa. Ah, ja. Das ist ein guter Name. Was ist das hier eigentlich für ein Musiksessel? Das ist Lady Wupp Wupp, das ist Skrillex. Skrillex, nachdem er das Make-up seiner Schwester geklaut hat. Oh, ich spiele wieder Pokémon Schwarz, ne? Ja. Ich habe jetzt einmal neu angefangen und ich muss mal kurz die Namen meines Teams vorlesen, weil die sind sehr gut geworden. Ja klar. Oh. Muss mal kurz gucken, ob ich bis zum DS komme, ohne dass mein Mikro hier runterfällt. Thaler kann derweil auf Escape drücken. So, Menü. Ich hab Kirschen. Beider. Das sieht dann noch besser aus als das, was ich zusammen geschustert habe. Das ist das, was du zusammen geschustert hast. Ja, die Grafiken haben sich sehr. Ja, die Grafiken sind jetzt sicher in den Wolken. Not so manly. Sehr hübsches Spiel auf jeden Fall. Ich find's sexy. War geil. Ja, natürlich findest du das sexy, das war mir klar. Und Tana, was ist gerade mit deiner Stimme passiert? Klangst du anders? Ja, ich hatte irgendwas im Hals. Manuel, du hast mit Pokémon Schwarz angefangen, mit Pokémon Schwarz oder Weiß? Nächstes Spiel. Da müssen wir online tauschen.